Heute geht es im Bereich Basic um den Blutdrucksenker Moxonidin. Es wird wieder kurz und bündig und dann wollen wir schon starten. Der Wirkstoff Moxonidin findet alleinige Anwendung als Blutdrucksenker, denn er vermag sowohl den systolischen als auch den diastolischen Blutdruck zu senken. Das sind diese beiden Werte, die Sie immer auf Ihrem Blutdruckmessgerät sehen. Und man muss sagen, das Moxonidin ist nicht Mittel der ersten Wahl bei einer Blutdrucksenkung und findet doch erst häufiger Anwendung, wenn andere Blutdrucksenker nicht den gewünschten Erfolg haben. Sie können die Tablette unabhängig vom Essen einnehmen, das heißt, es ist ganz egal, ob Sie etwas gegessen haben oder nüchtern sind. Die Einnahme erfolgt in der Regel einmal täglich. Und wenn Sie nun einen sehr niedrigen Puls haben, der schon unter 50 Schlägen die Minute ist, sollte das Moxonidin bestmöglich keine Anwendung finden. Wenn Ihnen das auffällt, dass Ihr Puls so niedrig ist, dann sprechen Sie doch bitte Ihren Arzt einmal auf diese Tatsache drauf an. Unter der Einnahme ist das Autofahren in der Regel nicht eingeschränkt. Sie sollten als Patient aber immer darauf achten, besonders beim Anfang der Therapie mit Moxonidin oder aber auch bei einer Dosiserhöhung. Da kann es mal häufiger dazu kommen, dass Nebenwirkungen auftreten. Diese Nebenwirkungen, die können dann das Autofahren einschränken, gerade bezüglich der Konzentration. Und welche Nebenwirkungen auftreten können, das schauen wir uns jetzt kurz an. Die zwei häufigsten Nebenwirkungen, die das Moxonidin haben kann und die können so etwa jeden Zehnten von Ihnen betreffen, ist einmal die Sedierung und einmal die Mundtrockenheit. Das heißt, wenn Sie so in letzter Zeit das Gefühl haben, dass Sie vielleicht häufiger mal Bonbons lutschen müssen, dann kann das dem Moxonidin geschuldet sein. Wenn diese Mundtrockenheit tolerabel ist, dann spricht nichts gegen die Einnahme. Aber wenn Sie nun sagen, dass das Ihre Lebensqualität schon stark einschränkt, dann sollten Sie darüber mit Ihrem Arzt einmal in Ruhe sprechen. Damit haben wir schon die Nebenwirkungen besprochen, die so etwa mindestens jeden Zehnten betreffen können. Die Nebenwirkungen, die so etwa jeden Zehnten bis Hundertsten bei Ihnen betreffen könnten, dazu zählen die typischen Magen-Darm-Probleme, die eigentlich bei jedem Medikament auftreten können. Auch wie bei allen anderen Medikamenten auch kann es zu Hautproblemen kommen. Das heißt, es kann mal zu Juckreiz kommen, es kann auch zu einem Hautausschlag kommen. Wenn dieser allerdings stärker ausfällt, dann sollten Sie recht zeitnah einen Arzt aufsuchen, damit man eine Überempfindlichkeitsreaktion unbedingt ausschließen kann. Unter der Einnahme kann es auch ab und zu mal zu Kopfschmerzen und Schwindel kommen. Das sind typische Nebenwirkungen, die Sie eigentlich bei allen Blutdrucksenkern wiederfinden. Besonders der Schwindel ist zum Beispiel ein Grund, weshalb Sie, wenn er dann auftritt, auf keinen Fall Auto fahren sollten, denn damit ist natürlich die Reaktionsbereitschaft eingeschränkt. Der Wirkstoff, der kann paradox auf den Schlaf wirken. Es kann einmal zu einer verstärkten Schläfrigkeit kommen oder auch zu einer Schlaflosigkeit. Und so etwa jeder Zehnte bis Hundertste spricht auch von gestörten Denkprozessen. Das heißt, wenn das Ihnen bei sich selber auffällt, kann das dem Moxonidin geschuldet sein. Und in dem Fall setzen Sie das Moxonidin bitte nicht alleine ab, sondern besprechen das in Ruhe mit Ihrem Arzt. Wenn das Moxonidin einmal abgesetzt werden sollte, erinnere ich hier nochmal dran, dass es ausgeschlichen werden sollte, etwa über einen Zeitraum von 2 Wochen. Das heißt, in diesem Zeitraum sollte die Dosis immer leicht reduziert werden. Damit haben wir nun in etwa schon alle Nebenwirkungen besprochen, die mindestens jeden Hundertsten von Ihnen betreffen könnten. Wenn Sie nun etwas näher einsteigen möchten und noch etwas Genaueres zu den Nebenwirkungen des Moxonidins erfahren möchten oder Sie möchten erfahren, wie wirkt es eigentlich in meinem Körper
oder welche Wechselwirkungen mit anderen Substanzen könnte der Wirkstoff eingehen, dann empfehle ich Ihnen mein Video aus der intensiven Serie. Den Link lege ich Ihnen wieder hier unten in die Infobox mit rein und auch am Ende in den Abspann. Und ansonsten war es das jetzt schon von meiner Seite. Sie wissen, ich freue mich immer sehr über einen Daumen nach oben, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Und lade Sie auch recht herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Damit unterstützen Sie mich sehr. Vielen Dank dafür. Und ansonsten hoffe ich nun, dass Sie gesund bleiben oder bald gesund werden. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.